gearbeitet hat, geht man leicht, also gehen wir als Verkäufer leicht in den falschen Zustand. Ich kenne das auch. Ich fahre ja zu einem normalen Verkaufsgespräch irgendwie mal mindestens einen Weg 3 Stunden, der ganze Tag ist futsch. Und wenn mir dann so ein Möbelhändler sagt, jetzt muss ich nochmal schlafen, dann macht das was mit meiner Laune. Und am liebsten möchte ich dem erklären, hör mal, du hast in deinem Leben schon viel zu viel geschlafen, jetzt ist mal dran mit Aufwachen und wir fangen jetzt an zusammen zu arbeiten. So, dieser Zustand, also es gibt 2 Arten von Zuständen, in die wir Verkäufer gehen. Entweder wir sind auf Angriff gepolt, das bin ich eher, dann fangen wir an, da dem zu erklären, warum das gar nicht gut ist, jetzt nochmal zu schlafen und dass er mal loslegen soll. Oder wir sind auf Flucht gepolt und dann, das sind die Leute, die sagen, ach, immer ich und meine Kunden wollen sich nie entscheiden und der Kunde, die Kunden können sich nicht entscheiden und diesen Quatsch. Beides ist total ungünstig. Übrigens, der Kunde ist zu diesem Zeitpunkt auch in einem ungünstigen Zustand, ne? Der sagt uns ja nicht gerne, ich gehe jetzt wieder raus und bringe dich um dein wohlverdientes Geld. Also, was ist ein Puffer? Wir lehnen uns entspannt zurück. Leider ist der Bildschirm jetzt nicht an. Lächeln, legen den Stift, den Kaufvertrag oder die Tastatur zur Seite, entspannen uns. Und dann verbal machen wir dem Kunden klar, das ist total okay, was du hier machst. Das ist Tagesgeschäft. Ich habe das 1000 Mal gehört. Ich reg mich nicht drüber auf. Ich bin okay, du bist okay. Die Lupe, der nächste Teil des Prozesses, steht für Nachfragen oder Nachforschen. Das machen Forscher ja mit Lupen.